Moin moin Leute und damit recht herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe von GTA Online. Endlich mal wieder. Wir spielen das neue Cunning Stunts DLC. Und ich bin heute alleine am Start. Und fahre hier mit diesem neuen Weapon Trophy Truck. Und ich glaube, ich mache das Radio mal aus. Das ist auf jeden Fall ein echt cooles DLC. Ich bin hier gleich mal auf dem ersten Platz. Das ist ja unglaublich. Oh Gott, der fliegt ja vollkommen über mich rüber. Aber der hat doch wahrscheinlich ein eigenes Auto. Na gut. Das hier sind die neuen Stunt-Rennen. Ich werde vielleicht etwas weniger reden in dieser Folge, weil ich konzentriert sein möchte und natürlich auch gewinnen möchte. Nichtsdestotrotz soll die Unterhaltung nicht zu... Und da bin ich schon ausgebremst worden. Das sind alles, wie gesagt, neue Inhalte von diesem neuen Cunning Stunts DLC, welches seit Dienstag, den 12. Juli, draußen ist. Und wir werden hier natürlich noch ein paar Rennen fahren, auch wenn Maxman wieder mit dabei ist. Der ist heute leider nicht mit am Start, weil der vergessen hat, Urlaub einzureichen und dann auf einmal einfach weg war. Oh Gott, das war knapp. Ich muss natürlich auch überlegen, wie kann ich hier nochmal... Ich glaube mit Shift und so war das, aber na gut. Auf jeden Fall Maxman heute noch nicht mit dabei, nächstes Mal möglicherweise. Ich werde jetzt ein paar Folgen alleine aufnehmen. Und selbstverständlich, es geht hier nicht nur um Geld, es geht auch ums Prestige. Und ich will natürlich gewinnen. Und das, obwohl das hier sogar meine erste Runde Cunning Stunts ist. Ich habe mich extra für den Trophy Truck entschieden, weil der in meinen Augen die bessere Wahl ist, weil er ein bisschen mehr Geschwindigkeit hat und natürlich stärker ist, ganz klar. Oh, oh. Nee. Okay, Vierter bin ich. Aber es ist nicht, noch ist nichts verloren. Die Motorräder liegen weit vorne. Ich finde, der hat eine unglaublich geile Traktion, dieser Trophy Truck. Und ich stehe ja auch sowas. Es ist ja so ein bisschen wie, es ist ja ein bisschen wie Trackmania. Muss man ja ganz klar dazu sagen. Dieses neue GTA DLC, was ja schon lange, wirklich lange angekündigt war. Ich mache mal ein bisschen Radio an. Ja, das ist doch witzig. Das passt doch. Bisschen Rockmucke hier zum... Ich muss, wie gesagt, noch ein bisschen, wie ich das Auto beim Fliegen kontrollieren kann. Nochmal schauen. Und ich denke, pro Folge werden wir so ein, zwei Maps fahren. Mal gucken. Ich will jetzt eigentlich auch nicht so mega lange Folgen machen. Oh, 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 oh. Ich bin weiterhin halt, wie gesagt, Vierter. Ah, so geht das mit Shift. Okay. Nice. Aber die, wie gesagt, diese Strecken sind super geil. Es gibt die mit Loopings, es gibt die mit... Na, ich mach mal hier... Hey, das. Bisschen Gangstermucke. Muss sein. Zweite Runde sind wir. Und ich will natürlich an den Motorrädern dranbleiben, auch wenn es schwer ist, muss ich ja ganz klar sagen. Denn die sind schon alle ziemlich gut. Da muss ich auf Individualfehler hoffen. Weil ansonsten hole ich die wahrscheinlich nicht ein. Aber die Karre ist auch echt nice, ne? Wenn man sich das jetzt mal so anschaut. Das war gerade fast ein Individualfehler von mir. Und das auch. Oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Es gibt auch so Nitro-Schübe, quasi, wenn man auf dem, also die auf dem Boden liegen, über die man halt rüberfahren kann. So, ich mach mal kurz wieder das Radio aus. Das war mir nämlich eben... Ah, ich kann auch auf die Stunt-Kamera umschalten, das ist ja mega. Natürlich nur, wenn ich die Stunt-Sprünge mache. Und die anderen sind leider schon über alle... Nee, stimmt gar nicht. Einer ist irgendwie weg, ich bin Dritter. Ich meine, das wäre ja unglaublich, wenn ich das Rennen als Dritter beenden würde. Von übrigens, ich glaube, 6, 7, 8, 8 Teilnehmern. Ich weiß es gerade selber nicht. Ich fahre übrigens mit Tastatur und Maus und nicht mit dem Controller. Auch wenn jetzt viele sagen würden, oh, Markus mit dem Controller ist doch viel besser. Bestimmt, aber ich bin so ein Maus- und Tastaturspieler bei GTA. Da kann ich nichts gegen machen. Ja, und das gehört natürlich zu diesen Cunning Stunts dazu. Und ich bin Zweiter. Aber jemand das Spiel verlassen hat, okay. Das ist natürlich doof.
Also, dass er das Spiel verlassen hat. Ah, jetzt kommt gerade jemand, der mir natürlich auf den Fersen ist und der natürlich Zweiter werden. Oh, oh, Kacke. Wie kann ich hier nochmal... Ich weiß nicht, wie man resettet. Wie man zurücksetzen. Wie geht das? Leute. Mädel, Leute. Das ist natürlich gerade ein bisschen blöd. So habe ich nämlich ganz gut Plätze verschenkt. Aber das Problem ist, ich habe vergessen, wie man zurücksetzen kann. Ich glaube, es war F. Aber F ist es irgendwie doch nicht. Nun ja, wie auch immer. Escape war es auf jeden Fall nicht. So viel kann ich euch sagen. Ich bin Dritter. Doch noch ist Hopfen und Malz nicht verloren, liebe Zuschauer, Alter. Oh Mann, man merkt, dass ich vom Fernsehen komme. Naja. Aber... So, jetzt nehme ich hier ein bisschen den Stunt. Habt ihr das gesehen, wie krass ich das gemacht habe? Alter Falter. Aber wie gesagt, diese Trophy Trucks sind super. Erinnern mich ein bisschen an, so Need for Speed. Oder so allgemeine Rennspiele. Bisschen Burnout. Und halt, wie gesagt, Trackmania natürlich. Bisschen vielleicht auch Mario Kart. Oh, nö. Komm, 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 komm. Jetzt bin ich natürlich nur Vierter. Oh cool, aber der andere hat sich auch verfahren. Hä? Was ist er denn für einer? Ich bin Dritter. Puh. Ah, okay, er wollte nur seinen Mate wahrscheinlich einmal covern. Naja gut, ich bin Dritter geworden. Ist, denke ich mal, ganz nett. Yes. Er ist Siebter, okay. Er nimmt das Rennen wahrscheinlich dann nicht so mega ernst. Aber er hat einen sehr coolen Truck. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Update super. Ich bin Dritter geworden. Das ist doch mal ordentlich. Und man kriegt dafür 6.000. Ist jetzt nicht so mega viel. EP dafür umso besser. Mit 2.500. Das ist ganz ordentlich. Ja, und er ist der Gewinner. GG, auf jeden Fall. Und, oh, der Gewinner kriegt 15.000. Das ist natürlich ordentlich. Aber ich gebe natürlich mal einen Daumen hoch, weil mir hat dieses Rennen gefallen. Und ich würde sagen, es geht jetzt direkt weiter mit dem nächsten Job, beziehungsweise nächsten Rennen. Bis gleich. So Leute, da geht's auch schon weiter. Die 2D in Vinewood heißt dieser Job. Ich bin hier in meinem coolen Motorradanzug mit meiner Sprunk-Werbung auf meiner Barty. Und es geht auch schon direkt los. Die anderen haben alle ein bisschen besseren Start erwischt. Viele von denen haben eine Barty oder ein Elektro. Muss natürlich gucken, dass ich ein bisschen im Windschatten fahre. Oh. Und mich nicht so weit nach außen drängen lasse. Ich werde mal diese Version der Ansicht nehmen. Oh, da sind schon zwei weggecrashed. Ich bin jetzt Vierter. Sieht gut aus. So, ich will keinen Spukes machen. Und wenn ich sage, keinen Spukes machen, sollte ich vielleicht die Kurven mal ordentlich fahren. Ist halt ein Motorrad-Only-Rennen. Ziemlich cool, wie ich finde. Oh, hier geht's ein bisschen eng. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das ist so witzig auch mit den Feuerwerken und so. Man ist total angespannt. Es ist wirklich ein krasses Rennspiel-Feeling, finde ich. Und es ist echt wirklich ein bisschen wie Trackmania, wie ich schon gesagt habe. Und... Ja gut, das war auf jeden Fall stark. Siebter bin ich, ist natürlich, wenn man einen Fehler macht, ist man natürlich direkt... Oh, das war ja gerade cool. Wir sind durch dieses D von Vinewood gesprungen. Ja, und
Ey. Ich hab echt... Sorry, aber ich hab keine Ahnung, wie kann ich mich zurücksetzen? Hä? Oh nö. Das Problem ist, ich weiß es nicht. Aber ich komme hier ja never wieder hoch. Ja, ich muss den umfallen. Oh, wie dumm, wie dumm. Wie dumm. Und jetzt bin ich natürlich abgeschlagen, letzter. Glaube ich. Ja, guck mal, der ist schon in der zweiten Runde. Oh Mann, wie ärgerlich, wie ärgerlich. Aber welche Taste ist es denn? Ich habe echt keine Ahnung, womit man sich zurücksetzen kann. Ich habe so lange kein GTA mehr gespielt. Ich weiß nicht mal auf dem Controller. Alter, was? Ich bin Sechster. Und schon muss ich wieder den hier machen, nur damit ich... Es ist ätzend, ey. Es ist echt ätzend. Aber Hopfen und Malz sind noch nicht verloren, liebe Freunde. Und ich werde das übrigens bis zur nächsten Folge recherchieren, womit man sich denn zurücksetzen kann, mit welcher Taste. Und das Radio nervt gerade richtig hart. Na, wenn das mal kein Stunt war, liebe Freunde. Und jetzt bin ich Sechster. Ich meine, was geht denn hier ab? Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, der eine war entweder extrem gut oder hat echt voll gehackt. Oder er war einfach nur gut, kann ja auch sein. Also echt, wer so... Ah ne, stimmt gar nicht. Der eine hat das Rennen als erster erst beendet. Na gut. So, jetzt... Oh, Supersprung, Alter, Supersprung! Nice! Wie krass ist das, Alter. Wie krass ist das hier, bitte. Dieses ganze GTA Online Update ist einfach so mega. Es gibt übrigens 16 von diesen Maps. Vorerst. Es werden sicherlich noch mehr nachkommen. Und der Editor wird auch bald freigeschaltet. Und zwar genau am 1. August. Und da wird dann natürlich die Community noch fleißig Maps bauen. Und da freue ich mich auch schon drauf. Der fünfte Platz ist echt greifbar. Aber ich schaffe es auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich nicht als fünfter. Na gut. Sechster, na gut. Geht so, würde ich sagen. Ist ein annehmbarer Platz, auf jeden Fall. Guck mal, er ist Siebter und er schafft es leider nicht mehr. Joa, ich bin Sechster geworden, meine Fresse. Immerhin 1300, das ist doch immerhin schon mal etwas. Aber guck mal, er ist wieder Erster geworden. Na gut. Na gut. Gefällt mir gut. Und damit, liebe Freunde, verabschiede ich mich hier von dieser Folge von GTA Online. Wir sehen uns gerne beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr weiterhin Bock auf GTA Online habt, gebt mal einen Daumen hoch. Daran erkenne ich, ob es euch Spaß macht. Und ansonsten, bis bald. Ciao, ciao.